ergreift sie! Feinde greifen eure Häuser an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Für Ruhm und Ehre. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wir kümmern uns darum. Sofort. Möglich hätten gern was. Nichts lieber als das. Bis in den Tod! Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Hältst du mir bitte Ausschau, damit wir früher wissen, wenn es losgeht? Oh nein, du! Jawohl! Ganz schnell ja. Da! Ja, Herr! Wir kümmern uns darum. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Und unangenehm ist das auch. Wir kümmern uns darum. Ja, Herr. Wie ihr wünscht. Wir erledigen das. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Auf in den Kampf. Macht sie nieder. Nur Mut. Wir werden spucken siegen. Spucken die aber auch Truppen raus. Sofort. Wir kümmern Haltet uns den Türmer. Attacke! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So soll es sein. Ich tue mein Bestes. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? So soll es sein. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wir müssen vor bis zu dieser Brücke und die müssen wir dann einnehmen. Auf geht's. So soll es sein. Das kann ich. Aber gern. Sofort. Jupp. Aber gern. Aber gern. Wenn's denn sein muss. Gruppe 9, ihr arbeitet mit. Natürlich. Wie ihr wünscht. Jawohl. Sagt, was bildet ihr euch eigentlich gerade hier ein zu machen? Wir werden siegen. Ja, mein Herr. Los, Bewegung hier. Ja. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Dachchef. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Ach so, das wollen die machen. Es gibt hier noch Kisten. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Es gibt keinen Feierabend. Keine Pause für die Verruchung. Ich glaube, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Zahltag. Ausbau fertig. Sieht her. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Das Gebäude ist... Mehr Feuerkraft ist gute Feuerkraft. Wird erledigt. Ausbau fertig. Aber die neuen Verbündeten, die wir bekommen haben, sind wertlos. Das ist ja richtig schön. Jetzt haben wir sozusagen wir Verbündete aufgeben müssen, die aktiv gekämpft haben. Die stehen einfach nur rum und machen nichts. Wie wäre es, Vark, wenn du mal deine Truppen mobilisieren würdest? Wir hätten die komplette Stadt niederbrennen müssen. Das Gebäude ist. Das brauchen wir in der Nähe. Wir
Wir sollten jetzt aber auch wirklich anfangen, noch eine alternative Truppengattung auszuheben. Ausbau und zwar fertig. Bauen wir hier einen Stall hin. Wenn's denn sein muss. Jetzt machen wir mal, probieren wir mal den Winter aus. Jawohl. Der Winter kommt. Ja, Herr, in Ordnung. Dafür sind wir genau die Richtigen. Auf in den Kampf! Lehrt sie das Fürchten! Zahltag! Halt, Flanke! Euer Wunsch bleibt ist zurück. Ihr Befehl! Da wird euch nur drumherum. Ihr seid auch noch gefährlich hier. Jetzt könnt Feuer. Ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ich hab die Flanke kann keinen wollen. Schritt zurückgehen. Nur Mut! Wir werden siegen! Für Ruhm und Ehre! Ergreift sie! Ja. Feuer! Lehrt sie das Fürchten! Hat euch irgendjemand was anderes befohlen? So, Salem. Ja, in Ordnung. Salem, was führt dich zu Lager? Gerberos, du bist es. Ich wurde von den Schweinen gefangen genommen. Von dieser Insel konnte ich auch nicht entkommen. Nun werde ich mich an euch anschließen und es den Recken heimzahlen. Die Kavallerietruppen werden aber überhaupt keine Freude daran haben. Den werden wir schon einheizen. Ja, danke für die Information. In Ordnung. Motherfucker! Ja, Herr, ja! Zurück! Wir kümmern uns darum, ja. Feinde greifen euch an. Ja. Kerberos, sorg mal für, dass sie sich verpissen. Flieht! Ja, flieht, soweit ihr könnt. Komm schon! Zahltag. Und tschüss. Ich hoffe, ihr habt viel Durst. Der Sommer kehrt zurück. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Na, dann können Sie unsere Verbündeten auch mal nützlich machen. Zusammen wir Salem jetzt. Ihr könnt aus mir warten, bis die Kavalleristen endgültig ausgerastet sind. So. Salem. Ausbau abgeschlossen. Also, Gruppe 2. Euer plus Dorf Salem, steht dieser Gruppe 2. Ausbau folgt. Gut, jetzt können wir anfangen, unsere alternative Armee aufzubauen. Ja. Der Zugang ist erst einmal sicher. Das Gebäude. Ach, ich weiß noch ganz genau, was die vorhaben werden. Armee 3. Das sieht aus. Bis in den Tod!
tue mein Bestes. Wie ihr wünscht. Sofort. Jawohl. So soll es sein. Das kann ich. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Und das Eisengießen erforschen. Jetzt wird erstmal hier eine Reiterei ausgehoben und dann kann wieder aufgeräumt werden. Ja! Das kann ich. Und da oben sitzt wieder von denen. Lehrt sie das Fürchten! Weil sie unsere Orangenverbündeten ja um gar nichts kümmern können. Ihr werdet angegriffen. Das kann ich. Ja, Herr. Seid unbesorgt. Wisst ihr, macht euch lächerlich. Versucht gar nicht, über die Brücke zu stürmen. Das funktioniert nicht. Ja! Boah, hier werden ein paar Kanonen super. Für aber gut. Ruhm und Ehre. Unsere Schützen können auch schon ein bisschen aufräumen. Ein bisschen Kasperkopf schießen hier. Eureka! Bewegen wir uns Schützen ein bisschen zu dieser Seite und die Kanonen ein bisschen zu dieser. Lassen wir die Kanonentürme den Großteil der Arbeit machen. Alles andere ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich für unsere eigenen Truppen. Uns gehen die Steine auch langsam aus. Es ist Zahltag. Und wir haben weniger Geld als früher. Was auch nicht angehen kann. Und das ist einfach nur beleidigt. Gut, ihr munteren Schwefelprügler. Wo gibt's noch Steine? Na gut, dann geht halt die Steinhäufchen hier abhacken. Ja. Marktplatz. Wir brauchen eine Kleinigkeit. Meine Güte, ist gerade alles teuer. Vergesst was mit der Kleinigkeit. Auf in den Kampf! Die hier versuchen offenbar noch Dinge aufzubauen. Aber unsere Steinvorräte sind komplett zusammengeschrumpft. Wir haben doch bestimmt noch einen Steinbruch hier, den wir besetzen können. Hier haben wir. Alles klar. Besetzen wir ihn. Natürlich. Aber gern. Oh. Ihr könnt den bauen, oder? Denn aus irgendwelchen Gründen können wir in der Nähe nichts anderes bauen. Warum? Wird erledigt. Wenn's aber hier können sein muss. Sofort. Ja. Ah, jetzt geht's plötzlich. Einer eurer Helden wird angegriffen. Nur Gott weiß warum, und keine Ahnung. Es ist Zahltag. Kerberos bleibt hier. Jawohl. Ja. Und ich kann. Kerberos bleibt. Also, Kerberos. Ja, Kerberos. Kerberos. Ordnung. Ey. Ja, ihr seht, was er macht. Ist gut. Ja, geh weg mit deinem Blutdurst. Ordnung. Hör auf damit. Ich kümmere mich darum. Nee, ich gehe ja zurück. Ich gehe ja zurück. Nein. Kerberos. Das kannst ja du nicht bringen. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Da ist Mary noch. Ich könnte schwören, ja, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Wir stehen alle noch in gutem Zustand. Dort oben im Baum. Feinde greifen eure Häuser an. Wir könnten dann vielleicht hier noch einen Steinmetz oder so hinsetzen.
Gut, die holzen immer auch fleißig ab. Hier, guck mal, da gibt's immer noch Leute. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Angriff! Einfach alles beseitigen. Ach, da liegt sie jetzt. Hier, vor dem Turm. Hat sie schlafen gelegt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Attacke! Attacke! Auf in den Kampf! Kommt nur ein paar Kugeln. Ah, es passt schon. Ja. Ja, mein Herr. Seid unbesorgt. Sie haben nur Mut. Wir werden siegen. So viele Truhen hier. Salem. Ja, komm, Salem. Du kannst ja uns mal Kisten schaffen gehen. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Ja, fang da so an. So sei es. Und ihr seid nutzlos. Hat euch das eigentlich schon mal jemand gesagt? Sofort. Gut, wütende Reiterorde. Check. Mit Hufbeschlägen. Meint mal, unsere Verbündeten bauen bei uns Türme? Ich habe das Gefühl, die wollen uns auch noch in den Rücken fallen. Befreit den Dieb. Von welchem Dieb war noch gleich die Rede? Wo befand er sich noch gleich? Hier vielleicht? Möglich. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Eureka! Wisst ihr, warum vermute ich, dass wir den Dieb gleich befreien, wenn er sich hier befinden sollte? Und sich unsere Verunsicht dann auch noch wahr gegen uns wendet. Dass ich nicht mehr weiß, wo der Dieb liegt, oder wo der Dieb sich befindet, liegt daran, dass das Ganze schon wieder ein kleines bisschen her ist mit der Aufnahme. Sicher das. Wir hätten Eric schicken müssen, wenn wir den Dieb befreien sollen, aber egal. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Wieso haben wir einen Dieb ausgebildet? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Kundschafter ausbilden. Was jetzt? Alle Rohstoffe oh, sind nein. Weg. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Können wir nicht einmal ihr Wahnsinnigen aus Gruppe 8. Da wir noch immer unter akutem Steinmangel leiden, kommt doch einmal her. Wenn's denn und fangt an muss. Zu kloppen. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Zahltag. Euer Dorf wird angegriffen. Übrigens war gerade Zahltag. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Fang da. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nein, Mohammed, es sei.
Aber sicher doch. Gut, Salem kann keine Kisten öffnen. Das ist wieder sehr schön. Sorgen beim Kalifen. Vielleicht kann er diesen noch öffnen. Ja, Sidi. Das Gebäude ist ausgebaut. Gut, da ist der Dieb. Euer Wunsch ist mir befehl. Salem kommt zurück. Erek, mach dich mal auf den Weg. Wie ihr wünscht. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wie ihr befehlt. Mal schauen, was jetzt das Unerwartete ist, was passieren könnte. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der... Dachchef. Mal schauen. So, was? Hier? Ja. Und hier. Nichts lieber als das. Dazu dann hier. Ja. Und hier. Und hier. Ja, ist gut. Und hier. Ja. Euer Dorf wird angegriffen. Nein, sie haben keine dann, getötet. Dann ihr Schweine. Haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Kommt hier runter. Und er. Dachchef. Bis in den Tod. Weil wir es können. Angriff. Nur Mut. Wir werden siegen. Sofort. Fertig, Meister. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Angriff. Sofort. Seid unbesorgt. Für Ruhm und Ehre. Ergreift sie. Nur Mut. Wir werden kurz mal die Tore weit aufmachen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, bin ich gespannt, was gleich für eine Horde auf uns zugerannt kommt. Fertig, Meister. Wenn's denn sein muss. Wie sind wir eigentlich bei 30 Leib eigentlich? Ne. Ja, ist gut. Gruppe nur noch 3. Wie kommt das? Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld. Wo sind die anderen? Wir können eigentlich gar nicht bei 30 Leib eigentlich sein. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Lichtung. Aber Holz gefällt. Das ist. Ah. Wie es aussieht, werde ich jetzt gerade gleich gebraucht. Also. Komm, baut das hier. Das Rätsel um den verschwundenen Leibeigenen. Oder die beiden verschwundenen Leibeigenen klären wir nachher auf, in der nächsten Aufnahme. Für diese muss ich jetzt erstmal leider beenden. Oh. Jetzt ist mir was runtergefallen. Also dann, liebe Gemeinde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, Cheerio!